C-Crowds. Moin Moin und willkommen zurück hier bei uns auf dem Kanal. Ich möchte euch wieder ein paar Nachrichten rund um World of Warships hier präsentieren in einem kompakten Video, wie ihr das bei uns schon gewohnt seid. Wir haben wieder ein paar Themen rausgesucht, was die letzte Woche so alles so aufgeploppt ist. Und ja, fangen wir dann direkt damit an. Am Mittwoch war es schon, da wurde der Entwickler-Newsletter fürs Update 0710 veröffentlicht. Ihr seht jetzt hier schon, die Seite ist offen. Ja, und was gibt es denn Neues in Update 0710? Ihr wisst eigentlich schon längst, wir hatten gestern schon einmal vom Testserver live gestreamt. Die U-Boote kommen für das Halloween-Event. Wir haben es euch gestern halt schon mal vorgeführt, wie es aktuell so aussieht. 3 Sterne haben wir dem Unternehmen geholt. Wir werden das wahrscheinlich nochmal verbessern wollen, aber gehen wir mal der Reihe nach durch. Dieses Royal Navy Event wird weiterhin stattfinden. Mit dem Patch 0710 geht es dann halt wieder weiter. Es gibt wieder jede Woche eine Stage, also eine Etappe sozusagen. Jede Etappe hat 4 Direktiven und jede Direktive umfasst dann wieder 5 bis 7 Missionen, so wie wir es jetzt schon kennen. Der einzige Unterschied, den es geben wird in diesen Containern, die ihr da bekommt, das sind dann wieder diese Standard-Container, wird es keine Sovereigns mehr geben. Und ihr könnt die dann zwar noch weiter einlösen, die ihr habt, aber es wird keine Sovereigns mehr in diesen Containern geben. So steht es zumindest hier drin. Ja, und dann geht es schon weiter. Halloween-Event, Halloween-Hafen. Wir haben hier noch ein paar nette Bilder. Das kennt ihr eigentlich schon aus den letzten Jahr. Sieht alles ganz nett nach Halloween aus eben. Und ja, es wird wieder die Transsilvania beschützen und einen Sonnenstrahl der Finsternis geben. Das mit der Transsilvania, das war ja damals das mit dem Schiff, wo ihr dann in den Kreis reinfahrt. Und dieses Schiff muss bis zum Schluss überleben. Ganz zum Schluss kommt Rasputin. Wenn ihr in den Kreis reinfahrt, wird sich das Schiff permanent fortbewegen. Also wird sich das Schiff fortbewegen, solange jemand im Kreis ist. Es darf aber nicht zum Stehen kommen. Und in dem Kreis werdet ihr repariert. Das sind eigentlich so die Punkte, was man aktuell sagen kann. Das ist der erste Teil. Der zweite Teil ist wieder diese Geschichte. Da kommen die Leute durch das Portal, die Gegner aus Portal raus. Der Schmutz breitet sich aus und diese Türme unterstützen euch dabei, diesen Schmutz wieder zurückzudrängen. Ihr müsst das möglichst lange aushalten und das ist der zweite Teil. Und wenn ihr die beiden Teile abgeschlossen habt, dann kommt ihr in den neuen Teil und zwar Schrecken aus der Tiefe. Und da seht ihr schon, könnt ihr eben U-Boot fahren. Und ja, es ist auch recht herausfordernd gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben es gestern einmal geschafft, 2 und einmal geschafft, 3 Sterne zu holen. 5 haben wir noch nicht hinbekommen, weil wir nicht zu 7 waren. Ich denke, wenn man da so ein bisschen eintrainiert ist, ist das nachher zu 7 auch schaffbar. Aber ja, da hat es sich noch ein bisschen schwierig dargestellt. Wer das sehen möchte, da packen wir am Ende des Videos einen Link. Und beziehungsweise gibt es gerade oben die Einblendung für euch, dass wir ja, direkt auf dieses Video verlinken, wenn ihr euch das direkt angucken wollt. Ist auf jeden Fall ganz cool gemacht, ist recht spannend. Man hat wirklich dieses Tiefseegefühl, dieses U-Boot-Gefühl. Das entwickelt sich recht schnell, auch wenn es hier alles noch fiktive U-Boote sind. Aber ja, das ist halt das Neue. Was kann man dazu noch sagen? Für das Halloween-Event wird es auf jeden Fall 2 Schwierigkeitsstufen geben, also eine normale Schwierigkeit und eine höhere Schwierigkeitsstufe. Die Belohnung, ja, werden wir dann sehen, ob sie komplett unterschiedlich sein wird. Ich denke schon, dass das ein Anreiz für Wargaming sein könnte, die Belohnung auch ein bisschen unterschiedlich zu machen. Nämlich, was ich schon gehört habe, ist wohl irgendwie 4000 Kohle für 5 Sterne. Ja, also mal gucken, ob das dann wirklich so kommt. So, dann gibt es neue Tarnung. Ja, für die South Carolina, für die Razor, für die Kiew und, South Carolina, North Carolina, Kiew und Z23. Die Leviathan, Razor Worm und die Steel Red, so heißt sie dann in-game. Ihr seht es hier, es gibt dann die ersten Tarnungen, die auch animiert sind hier. Für die Mogami, das Schiff hatte ich eben vergessen, das ist dann die Octopus. Ja, und da bewegt sich dann die Krake auf dem Schiff auch. Ein bisschen ekelhaft, aber passt ja zu Halloween, ne? Von daher gucken wir uns auch diese Bilder nochmal an. Die Grafiken sehen wieder super geil aus, wie ich persönlich finde. Also passend zu Halloween. Nicht, dass ich sie unbedingt schön finde, aber passend zu Halloween sehen sie aus. Über Bett würde ich mir das jetzt nicht unbedingt hängen. Ja, nächster Punkt, den wir schon auf der Facebook-Seite auch bei uns schon geschrieben hatten. Es wird einen gewerteten Sprint geben. Das sind halt jetzt in Zukunft Gefechte 8 gegen 8 oder 6 gegen 6. Nur T5-Schiffe sind erlaubt.
Und ja, die Phase wird halt nicht mehr 1 Monat oder 2 Monate lang sein, sondern es wird nur noch kurze Sprints geben, vielleicht mal 1 oder 2 Wochen lang. Ich weiß nicht genau, wie lange genau sein wird. Es gibt 10 Ränge, 2 Ligen, halt 10 bis 5 oder 10 bis 6 besser gesagt und 5 bis 1. Es wird keine Liga der Seewölfe geben, aber auch da könnt ihr euch Belohnung verdienen. Ob da schon Stahl auch mit drin ist, müsste man dann sehen. Das wissen wir aktuell noch nicht. Ich werde das wahrscheinlich auf dem Testserver noch mal ein bisschen ausprobieren. Vor allen Dingen, eine der netten Schiffe, der netten Sachen, die euch daran freuen werden, ist definitiv, dass ihr Divi fahren könnt. Und zwar eine Zweier-Divi wird erlaubt sein, im 8 gegen 8 auf jeden Fall mal. Und ja, ich bin gespannt, wie das dann so angenommen wird, wie das dann bei euch so also ankommt. Freut euch darauf, würde mich gerne mal interessieren. Schreibt es einfach unten ins YouTube-Video rein. So, und dann gibt es natürlich noch die Neuigkeit mit der Torpedowarnung, dass der Mechanismus der Warnung jetzt erkennt, ob der Torpedo für euch wirklich gefährlich wird und das dementsprechend dann abschätzt. Wenn ihr weiter auf der Torpedo zuhaltet, wird der Alarm langsam immer lauter und ist nicht gleich so wie jetzt gleichmäßig, sondern wird halt die Verhältnismäßigkeit abgewogen. Ja, also von daher, Torpedowarnung ist sicherlich eine schöne Sache. Dann wird im Koop-Gefecht der Matchmaker angepasst, nämlich ihr werdet in den neuen Koop-Gefechten ein weiches Limit haben. Das heißt, der Matchmaker versucht über eine bestimmte Zeit nur maximal 4 Zerstörer oder maximal 4 Schlachtschiffe in ein Gefecht zu, mo zu mogeln, wollte ich gerade schon sagen, zu modeln, so zusammenzupacken. Wenn aber ein gewisses Zeitlimit überschritten ist, wird wieder der alte Matchmaker sozusagen angewandt. Hier steht jetzt 3 Minuten. Mal gucken, ob das vielleicht noch abgewandelt wird. Wie gesagt, wir reden jetzt hier immer noch über den Testserver. Ja, das heißt, die Sachen könnten noch angepasst werden, wenn im Test halt rauskommt, dass dazu nicht funktioniert. Und dann hatten wir schon auf der Facebook-Seite über Kalender in World of Warships berichtet. Ich denke, das könnte diese Sache hier sein. Die Versorgung, ja, dass man da halt direkt sieht, was bekommt man morgen, dass das quasi direkt in-game eingeblendet wird, ja, oder wenn man sich regelmäßig ins Spiel einloggt, ja, sowas in der Art, dass man halt wirklich sagt, okay, der ist den ersten Tag dabei, kriegt er satt, am zweiten Tag kriegt er hier stehen 100.000 Credits, am nächsten Tag ist es eine Steigerung, weil es der dritte Tag in Folge, wo er sich einloggt und so weiter und so weiter. Also ich bin sehr gespannt, wie das dann umgesetzt wird. Das konnte ich jetzt im Testserver noch nicht so richtig ja, überprüfen oder sehen. Ja, das sind die Punkte, die es jetzt für das Update 0710 zu testen gibt. Beziehungsweise, was halt jetzt schon mal eine Aussicht für euch ist von den Entwicklern auf den bevorstehenden Patch Ende Oktober. Also da wird der Patch ja dann kommen. So, und dann kommen wir schon direkt zum 3D-Modell. Wir wissen, dass wir ziemlich viele Schiffe in der Entwicklung haben aktuell in World of Warships. Hier ist es die USS Wichita, ja, ein T-8 Heavy Cruiser der Amerikaner, also schwerer Kreuzer, 203 mm Geschütze. Ist so ein bisschen, ja, T-8 wird genannt, ist so quasi die Schwester der Baltimore, ja. Ich bin mal gespannt, wie dann hier die Feinheiten nachher sein würden. Ich gehe jetzt hier nicht groß auf die technischen Daten ein, da das im Supertest auch immer noch sehr starken Schwankungen unterliegen kann. Und ich will bei euch jetzt auch nicht unbedingt Erwartungen wecken von irgendwelchen technischen Daten. Wie gesagt, die werden sich in der Regel nochmal sehr, sehr stark ändern. Aber das 3D-Modell will ich euch nicht ja, enthalten hier sozusagen. Machen wir einfach mal einen Ticken größer. Ja, das Schiffchen. Also, es sieht schon richtig geil aus, wie ich finde. Cool, dass sie da jetzt auch immer diese 3D-Modelle nochmal zeigen. Auch dazu gibt es die Links dann unten bei uns in dem Video, unter dem Video in der Beschreibung, ne? So, dann kommen wir zu West Virginia. Das ist quasi der Colorado auf Steroide, nämlich im T6-Bereich. Ja, 406 mm Kanonen sollen es wohl werden bei dem Dampfer. Nicht besonders schnell, aber ja, das ist ja auf der Tierstufe immer noch quasi das Gleiche. Dafür ist das Schiff schön kurz. Das hat ja auch Vorteile, wenn man den Torpedos ausweichen muss. Also, das hier finde ich so auch sehr, sehr schön detailreich wieder modelliert. Also, kann man nicht meckern. Und dann geht es weiter mit der USS Charleston, T3-Kreuzer der Amerikaner. Das ist so ein bisschen, ja, eine Abwandlung des bereits im Spiel existierenden Schiffes. Der St. Louis, die wurde ja jetzt vor kurzem erst ein bisschen genervt.
Jetzt kommt hier die USS Charleston. Ich bin mal gespannt, ob die sich dann sehr, sehr stark ähneln oder ob der Sigma-Wert und so weiter da gleich bleiben zwischen den Schiffen. Sonst könnte man ja meinen, ja, der Standard-Forschungsbaumschiff wird ein bisschen genervt, damit der Premium-Schiff kommen kann. Es gibt ja schon so Stimmen innerhalb den Social Medias. Und um die Veröffentlichung der Daten der Charleston gab es ja schon so ein bisschen so Vermutungen, ja. Aber mal gucken, wie es dann tatsächlich kommt. Auch das hier ist natürlich, ihr werdet jetzt inzwischen von World of Warships auch gewohnt seid. Die Schiffsmodelle sehen inzwischen wirklich richtig, richtig geil aus. Da wurde sehr, sehr viel, hat man sich sehr stark entwickelt in den letzten 2, 3 Jahren. Also 3 Jahre existiert der World of Warships. Von daher kommen wir dann jetzt hier schon zum nächsten. Das ist die HMS Dreadnought, die Mutter der modernen Schlachtschiffe. Ein britisches T3-Schiff und damit ja quasi perfektes Gegenstück zum König Albert oder der Nassau. So eine Sachen. 305 mm Kanonen sollen es hier sein. Brandwahrscheinlichkeit 32% sind es aktuell. Ja, langsame Turmdrehzeit 60 Sekunden, also richtig heftig, wie das bei den Briten schon so üblich ist. Die Turmanordnung ist auch interessant. 6 nach vorne gerichtete Rohre, wenn man möchte, ist dann auch schon eine ganz schön krasse Sache. Und nach hinten eben 2 Türme, das ist alles nochmal so, ja, so wie damals eben, sage ich jetzt einfach mal. Sieht man ja bei der Nassau zum Beispiel auch so eine untypische Anordnung sozusagen. Aus der heutigen Zeit gesprochen ist das untypisch. Damals war das ja dann die typische Ausrichtung. Wie gesagt, mal gucken, wie das Schiffchen ins Spiel kommt. 32% HE-Brandwahrscheinlichkeit ist schon relativ hoch, aber ist nicht jetzt ein übertrieben hoher Wert, wie ich persönlich. Und von der Mutter der modernen Schlachtschiffe kommen wir zum allerletzten Schlachtschiff, was jemals gebaut wurde und die Welt erblickt hat. Die HMS Vanguard, T8-Schlachtschiff der britischen Marine. 4 Türme, A2 Rohre, 381 mm, Brandwahrscheinlichkeit hier 34%. Sehr schnelles Schiff, 30 Knoten. Ja, ist für die Briten dann doch schon relativ zügig, sogar schneller als die Conqueror. So sind die Daten aktuell. Wollen wir mal gucken, wie sie dann nachher wirklich dann ins Spiel kommt. Aber das 3D-Modell, da kann man sich schon mal so ein bisschen ein Gefühl für entwickeln. Hier hinten auch das abgeschnittene Ende, diese glatte Ende, das haben auch nicht so viele Schiffe. Das ist auch so ein typisch britisches, eine britische Eigenschaft sozusagen des Rumpfes. Aber ich finde optisch eigentlich schon wieder, ja, eigentlich fast schon wieder ein Must-Have, so von meiner Meinung her, einfach nur von meiner persönlichen Meinung her. Ja, es sieht einfach cool aus, der Dampfer. Naja, so, das sind die 3D-Modelle, die ich euch jetzt zeigen kann. Und jetzt gehen wir wieder zurück zu den Sachen, die ihr in-game verdienen könnt. Nämlich kommen zu den Kampfaufträgen, die es jetzt im Oktober geben wird. Jetzt, wie gesagt, es gibt den zweiten Abschnitt der Royal Navy, in der, wenn ihr diese ganzen Abschnitte, also die ganzen Aufgaben erfüllt, dann gibt es am Ende hier wieder eine Zusammenfassung, was ihr alles verdienen könnt. Darauf gehe ich jetzt gar nicht weiter ein. Wichtig sind die 4 Guinness für euch. Das ist das Allerwichtigste. Wer die COSEC haben will, kann durch die ganzen Abschnitte und Aufgaben hier am Ende 4 Guinness pro Woche verdienen. Das heißt, ihr kommt am Ende auf 48 Guinness. Ja, und ihr braucht für die COSEC 50 Guinness. Wenn ihr in den Store guckt, dann könnt ihr aktuell 10 Guinness für 89 Cent einmalig kaufen. Das bedeutet, ihr braucht 50 Guinness für die COSEC, ihr müsst nur 40 Guinness im Game erspielen und habt dann effektiv 89 Cent bezahlt für einen T8 Premium-Zerstörer. Ich denke, das wird sich lohnen. Ich denke, das wird sich lohnen. Tribal Class Zerstörer habe ich bis jetzt eine sehr positive Erfahrung mitgemacht. Die Haider hat sich auch sehr gut angefühlt als Beispiel. Und ja, ich habe jemanden im Clan, der die COSEC auch schon spielt, weil er sie geschenkt bekommen hat und ist doch recht begeistert von dem Dampfer. Aber wie gesagt, auch dazu werden wir versuchen, zeitnah euch eine Schiffsvorstellung zu machen und die findet ihr dann hier bei uns auf dem Kanal. Kommen wir jetzt aber zu den täglichen Willkommensbonis und täglichen Aufträgen. Also hier geht es halt los am 1. Oktober mit den Signalen India Delta. Dann habt ihr Schadensbegrenzungsteam 2, Tarnmuster Typ 5. Das ist mit der Streuung und mit der Tarnung zusammen. Das ist Typ 5. Ja, dann haben wir die 1000 freie XP. Dann gibt es jeweils 2 der folgenden Signale: India Yankee und Mike Yankee Soxi 6. Katapultjäger, 2 Verbrauchsmaterialien.
und so weiter und so weiter. Also hier 50.000 Credit-Punkte und wieder freie XP. Und dazu kann man auch sagen, ihr könnt diese Bonis ja immer dann verdoppeln, indem ihr diese täglichen Auftragsreihen erfüllt. Und da muss man in der ersten Auftragsreihe, das besteht immer aus drei Aufgaben, einmal 250 Base XP, einmal 500, einmal 1000 Base XP verdienen. Dann habt ihr für jedes Mal, wo er diese Aufgabe erfüllt, bekommt er eben diese Belohnung des Tages noch einmal ausgeschüttet. Und wenn er die ganze Reihe fertig macht, die erste Reihe, dann gibt es nochmal einen besonderen Bonus. Am 4. Oktober und am 9. Oktober werden es aber nicht 1000 XP als besonderer Bonus nochmal sein, also on top, sondern dann werden es eben Schiffs-EP sein mit dem Schiff, mit dem ihr da gefahren seid. Ja, und dann gibt es ja noch die zweite Reihe, wo ihr immer in siegreichen Gefechten 1100, 1200, 1300 Basis-EP machen müsst. Und dann gibt es das eben nochmal. Also jedes Mal für jede Aufgabe, die ihr erfüllt, gibt es diesen Bonus. Für den ersten Login des Tages gibt es den Bonus, das ist dann schon viermal. Dann gibt es eben die erste Reihe, die ihr erfüllt habt, das fünfte Mal. Dann habt ihr bei der zweiten Reihe nochmal drei Aufträge. Dann habt ihr achtmal zusammen und das neunte Mal bekommt ihr eben, wenn ihr die Reihe 2 abschließt. Und dann habt ihr neunmal die Signale bekommen oder eben XP oder was auch immer. Das ist die aktuelle Situation. Hier steht es dann auch nochmal, wenn ihr am 4. und am 9. Oktober das macht, dann gibt es nicht nur die, dann gibt's nicht die 1000 freien XP, sondern 1000 Schiffs-EP als Bonus. Und wenn ihr die zweite Reihe abschließt, dann gibt es 1000 freie XP für das Abschließen von Teil 2 der Reihe und 2000 Elite-Kapitäns-EP für das Abschließen der dritten Reihe. Der dritten Reihe. Ja, also da scheinen sie sich vielleicht ein bisschen verschrieben zu haben oder ich verstehe das nicht. Abschließen der dritten, welchen dritten Teils? Es gibt doch nur zwei Reihen. Also ich wüsste nur von zwei Reihen. Hier wird auch nur die ganze Zeit von zwei Reihen geredet. Nur da haben sie dritte Reihe geschrieben. Könnte sein, dass sie sich da verschrieben haben, meiner Meinung nach. Gut, gehen wir einfach weiter. In Summe kann man dann hier sehen, was man verdienen kann, wenn man alles macht, sozusagen. Also wenn man jeden Tag diese neun Aufgaben oder sechs Aufgaben da erfüllt und die beiden Reihen abschließt, dann kann man hier 8000 Elite-Kapitäns-EP mitnehmen, Schiffs-EP 4000, 6000 Free-XP, so eine ganze Sache und sogar 3600 Kohle. Ist ganz nett, müsst ihr euch dann dementsprechend einteilen. Das ist jetzt für die erste Woche. Ja, bis zum 9. Oktober gibt es eben diese Bonis. Hier unten wird das nochmal erklärt, wenn ihr die Auftragsreihen abschließt, ja, normal, schwer. Und dann geht es hier dann schon weiter mit dem Abschnitt 3 der Royal Navy. Da gibt es dann auch diese Login-Bonis und da geht das dann alles wieder von vorne los. Wer sich das ganz genau in Ruhe durchlesen möchte, kann, dem packe ich den Link unten gerne in die Videobeschreibung mit rein. Auf jeden Fall ist das wieder sehr lohnenswert, hier dann auch mitzumachen. Und dann gehen sie hier sogar schon weiter bis zum 17. Oktober rum. Das ist dann der Abschnitt 4 der Royal Navy. Also das ist ja immer wieder diese 4 Guinness, die Navy Royal Container da, also Royal Navy Container, die Union Jack Tarnmuster und so weiter. Das ist hier alles ganz anschaulich erklärt. So, und ihr habt es mitbekommen, der Patch ist ja jetzt gerade mal eine Woche auf dem Server und es gab Probleme nach dem Update. Und zwar gab es ganz oft bei euch oder bei verschiedenen Spielern halt Abstürze im Gefecht. Und World of Warships hat das behandelt, hat die Sache erkannt, woran es liegt, aber es wird einen Ausgleich geben, es gibt eine Entschädigung. Ja, ihr geht einfach auf die Seite, auf die World of Warships Seite zum Beispiel und könnt euch direkt Update 0791, da wird es beschrieben und da könnt ihr den Button hier könnt ihr die Entschädigung erhalten. Einfach raufklicken, ihr meldet euch hier oben an mit eurem Account und dann klickt ihr rauf und danach drückt ihr auf den Prüfen-Knopf und dann werden euch in der Regel zwischen 1 bis 2 Tagen Premium-Spielzeit gutgeschrieben und ein Standard Royal Navy Container, den ihr da bekommt. Je nachdem, wie stark ihr wahrscheinlich davon betroffen wart. Ja, und die Entschädigung könnt ihr hier bis zum 18. Oktober einfordern. Und ja, ist doch eine nette Sache. Hat eigentlich kaum einer mit gerechnet. Ist fast untergegangen, die Nachricht. Von daher möchte ich sie hier unbedingt nochmal erwähnen. Sammelt eure Entschädigung ein. Ich war eigentlich gar nicht betroffen. Ich bin nie vom Server runtergeflogen. Hatte ich jedenfalls nicht das Gefühl oder mich erinnern könnte. Und ich habe trotzdem einen Tag Premium-Spielzeit und einen Container bekommen. Also eine coole Aktion. So, und dann fällt mir die letzten Tage immer wieder auf, wenn ich so bei Facebook und so weiter unterwegs bin, dass doch eher ziemlich häufig danach gefragt wird, welche Mods man benutzt und wie man da legal rankommt und welche davon benutzen und so weiter und so weiter. Und darum nehme ich das jetzt hier in die Flaschenpost nochmal mit auf. Mods in World of Warships, die Mods Section. Es gibt ein Forum,
Ja, seht ihr hier oben auch, wenn ihr auf der World of Warships Seite seid, hier klickt ihr einfach auf Forum, könnt euch mit eurem Account einloggen, wie auf der World of Warships Seite auch eben. Und dann kommt ihr direkt in diese Mod-Section oder könnt ihr direkt in die Mod-Section gehen. Ich sende euch auch da wieder den Link unten in die Beschreibung, dann kommt ihr direkt drauf. Und könnt euch hier komplett austoben, ja. Modpacks, visuelle Modpacks, Interface Modpacks und so weiter. Dann gibt es hier auch die Regeln erklärt. Das ist zwar in Englisch, aber ich denke, mit dem Übersetzer oder so, wenn man Englisch nicht so kann, ist es eben möglich. Aber hier könnt ihr euch komplett austoben. Hier seht ihr dann auch, welche Mods kompatibel mit dem aktuellen Patch sind und so weiter. Alles, was ihr hier in dem Forum findet, ist von World of Warships abgenommen worden. Ja, die müssen nämlich genehmigt werden, diese Posts in dem Forum, in der Mod-Section. Und wenn sie genehmigt sind, dann könnt ihr sie benutzen. Das ist zumindest dat die Info, die ich habe und die ich gerne an euch nochmal weitergebe. Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen. Und ja, wenn es euch geholfen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Kommentar, einen Daumen nach oben da lässt, wenn die Flaschenpost für euch informativ war. Wenn euch was fehlt, auch da könnt ihr mir gerne konstruktive Kritik unter das Video schreiben, was ihr gerne verändert hättet. Zusätzliche Sachen, die euch vielleicht einfach hier in dem Video fehlen. Ja? Und sonst sage ich einfach, habt ein schönes Wochenende, habt ein paar schöne Tage und wir sehen uns dann im nächsten Video, im nächsten Livestream. Morgen Abend gibt es wieder einen Giveaway-Livestream bei uns hier auf YouTube und auf Facebook. Wobei das Giveaway nur bei YouTube funktioniert, weil da nur der Bot aktiv ist. Oder gegebenenfalls lasse ich mir noch eine andere Aufgabe einfallen. Also, ich freue mich auf euch. Vielleicht habt ihr ja Zeit. Am 29.09. ab 20 Uhr sind wir bei YouTube auf jeden Fall hier auf dem Kanal. Dann, bis dahin, ich wünsche euch was. Haut rein. Ciao, ciao. Sea Krauts.